Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin in der Südsteiermark heute unterwegs, nämlich das Golden Hill hat drei nagelneue Chalets und die zeige ich euch heute. Das Chalet Goldfuchs ist unser super lässiges Country-Chalet für zwei Personen. Man tritt ein über ein tolles altes Eichenportal und hat ein Chalet mit fantastischen Steinboden, sieht als erstes in der Mitte von Raum einen riesengroßen Kamin, der sich von Erdgeschoss bis zur Galerie hinaufzieht. Es ist Erlebnisfaktor pur von innen und von außen. Oben mit einem wunderbaren King-Size-Bett, einer tollen Rain-Shower-Dusche und vielen Raffinessen und Details. Viel Spaß dabei! Die Philosophie von Golden Hill ist Luxus neu, Exklusivität bewusst und nachhaltig zu interpretieren. Wir sind das Private Hidewe in der Südsteiermark. Mir ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig, wo Rainer Straufstedt als Trigos Mitinitiator ist es mir wichtig, dass auch Nachhaltigkeit drinnen ist, gelebte Nachhaltigkeit. Und da ist unter anderem eine Besonderheit für unsere Gäste, haben wir geschaffen in einer 15.000 Quadratmeter Parkanlage einen 600 Quadratmeter Naturschwimmteich. Die Besonderheiten unseres Naturschwimmteichs sind eben die Dimension, die er hat. Er ist umgeben mit lauter Wohlfühloasen. Das besondere Highlight ist die Champagner Lounge, wo man mit aller Freude Besonderheiten aus der Region oder mit unserem Partner Wöflico mit Besonderheiten genießen kann. Wir haben gleich anbei einen Saunakubus gestaltet, abgecycelt. Eben auch nachhaltiges Produkt, innen mit Altholz und Glasstechnik. Und was absolut eine Novität darstellt, ist der Fitnesskubus. Der hat eine 9 Meter Glaswand mit 3 Meter Höhe, mit voller Ausstattung mit den besten Geräten von Bricor und Technogym. Ja, und gibt einfach, wenn man dort trainiert, den Blick frei zu diesem Indian Summer und zu unserem Naturschwimmteich. Liebe Freunde des guten Geschmacks, für mich ist wieder eine Reise zu Ende und deswegen komme ich zu meinem Fazit. Golden Hill, der Name ist Programm hier. Ich habe selten so einen individuellen, exklusiven Service erlebt und es gibt nichts Exklusiveres als für sich privat zu sein. Diese Chalets bieten das an mit einem traumhaften Naturausblick. Der Badeteich, ach herrlich. Die Kulinarik überzeugt. Die Region bietet für jeden etwas, sportlich, kulinarisch oder auch einfach nur ein bisschen was zu besichtigen. Ein paar Museen gibt es hier. Ja, aber eines solltet ihr wissen, 4,5 Stunden Anreise von München, Vignette und Mautgebühr. Also für meiner Meinung nach für so einen Wochenendtrip einfach zu schade. Man sollte hier sicherlich mehr als 3-4 Nächte verbringen und das braucht man auch. Ich meine, so ein Chalet, das lädt ein zum Verweilen, zum Entspannen, zum Genießen. Also tut das. Schaut einfach mal auf die Homepage, informiert euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Hotel, sondern es ist einfach was ganz Privates. Du bist da für dich und selbst wenn alle Chalets belegt sind, der Pool, also der Außenteich, der Pool sozusagen, wie ich ihn immer nenne, da bist du privat. Das ist ja fast wie für dich alleine, das ist wunderschön. Du kannst entspannen und die Gastfreundschaft, die ist hier einfach groß geschrieben. Der Gast steht im Mittelpunkt, die Privatsphäre steht im Mittelpunkt und das ist Luxus. Und das zu einem fairen Preis, dann im Durchschnitt. Die besten Raten liegen so bei 250, 290 Euro pro Person. Das bedeutet, du kannst auch ein Chalet zu zweit haben und zahlst nur pro Person, nicht wie bei vielen anderen, wo du das ganze Haus mietest, egal wie viele Bewohner drin sind und dann gerade als Pärchen wird es dann teuer. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Also Golden Hill, I like it. Für mich hat sich das Tor verschlossen, Golden Hills, eine Reise geht zu Ende. Ich gehe entspannt und voller Energie wieder zurück in den Alltag und ich hoffe, meine Reise hat euch genauso gut gefallen wie mir. Lasst einmal einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt also einfach mal rein und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.